just ride me. Und ja, auf jeden Fall muss einfach geduldig sein. Das dauert halt. Es geht nicht von jetzt auf gleich. What's up? It's me again. Tell a friend to tell a friend. Hey, meine Cuties. What's up? It's me again. Tell a friend to tell a friend. You better tell a friend. Und zwar, ich wurde sehr oft gefragt, ob ich mal ein Video dazu machen kann, wie ich zugenommen habe, was ich für Übungen mache, was ich esse, alles drumherum. Und ich dachte mir, klar, warum nicht, weil ich möchte euch ja helfen. So, let me spit the tea. Und zwar, erstmal, wie oft trainiere ich? Ich trainiere dreimal in der Woche, sagen wir 3 bis 4. Ich versuche 5. Allerdings 5 ist immer so, schaffe ich nicht immer. Deshalb versuche ich immer, auf jeden Fall muss dreimal in der Woche drin sein. Wenn es 4 werden, nice. Wenn es 5 werden, Hammer. Deshalb, und zwar, ich mache es immer so, ich trainiere an 2 Tagen Beine und Po, an 2 Tagen Rücken und Arme und an einem Tag Bauch. Das ist so das, was ich vorhab. Wenn ich nur 3-mal gehe, dann mache ich halt, ja genau, 1-mal. An einem Tag mache ich dann Rücken, Arme, an 2 Tagen Beine, Po. Und dann an dem einen Tag, wo ich Beine und Po trainiere, trainiere ich dann auch noch meinen Bauch. Weil, ja, ne. Deshalb wäre auf jeden Fall 5-mal für mich optimal, weil ich dann nicht Übungen kombinieren muss, also sprich Bauch und Po und Beine, sondern wirklich einen Tag nur für den Bauch habe, einen Tag nur für meinen Po und meine Beine habe, einen Tag für Rücken und Arme habe. Und ja, was esse ich? Ich esse viel Nudeln, viel Reis, viel Kartoffel, helles Fleisch, Fisch. Ich liebe Obst und Gemüse. Ich liebe Obst und Gemüse über alles. Und ja, ab und zu esse ich auch Fast Food. Ich würde lügen, mich sagen, und ich esse nur gesund. Bullshit. Ich esse auch mal eine Pizza, einen Döner, Pommes und das Ganze. Aber ich esse es wirklich nicht regelmäßig. Ich esse wirklich, wenn ich es trinke, jede Woche, einmal in 2 Wochen esse ich vielleicht eine Pizza, einen Döner oder irgendwie irgendwas, was einfach ungesund ist. Aber sonst esse ich wirklich immer nur, ich mache mir Kartoffelpüree, ich esse ohne Soße, mit Fischstäbchen dazu oder Hähnchen, Brustfilet oder ich esse es mit, vergessen, wie das heißt, auf jeden Fall, oder ich esse Nudeln mit, okay, mit Hackfleisch ist jetzt kein helles Fleisch, aber mit Hackfleisch esse ich halt auch. Das sind halt so Sachen, ich bin nicht jemand, der wirklich richtig, richtig streng auf meine Ernährung achtet, der sagt, nö, ich esse nur Brokkoli, nur Haferflocken und sowas. Sowas gibt es bei mir nicht, weil ich möchte nicht so krass werden. Es gibt ja wirklich die Bodybuilder, die wirklich nur sowas essen, Brokkoli und das Ganze. Ich hätte gerne schon noch Fettanteil an mir, deshalb übertreibe ich es nicht so. Und ja, auf jeden Fall, das Ding ist auch, ich esse am Tag, ich versuche am Tag 2500 bis 3000 Kalorien zu mir zu nehmen. Einfach um zuzunehmen, weil ich bin ja relativ dünn und ich war extrem dünn. Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden. Und das Ding ist einfach, wenn du dünn bist und du denkst, du nimmst nicht zu. Ich dachte das damals auch mal, dass ich nicht zunehmen kann, aber das Ding ist, was wichtig ist, ist, zähle am besten deine Kalorien mit so einer Kalorien-App, weil das hilft. Da kannst du eintragen und du siehst dann wirklich, wie viel du isst. Weil meistens hast du einfach eine falsche Wahrnehmung und du denkst, du hast viel gegessen, dabei hast du wirklich nicht viel gegessen. Und so war das bei mir immer. Ich denke sogar jetzt noch, dass ich viel esse, aber eigentlich ist es überhaupt nicht viel. Deshalb, diese App habe ich mittlerweile nicht mehr, aber die App ist echt gut, weil da siehst du wirklich, ah okay, so viel fehlen mir noch. Da esse ich das, um einfach auf die Summe zu kommen. Und genau, das Ding ist halt, so mein normaler Bedarf ist bei 1385, irgendwie so. Aber das Ding ist halt, du bewegst dich ja im Alltag, du sprichst, du isst,
du bist am Handy. Ha? Tschüss! Genau, du isst, du sprichst, du bist am Handy, du bewegst dich, das alles verbrennt auch Kalorien. Du schläfst, du liegst. Das ist alles, wo Kalorien verbrannt werden. Und das heißt, die müssen irgendwie wieder reinkommen. Und also musst du einfach mehr essen, als du verbrennst. Und normaler Bedarf bei Frauen ist ja 2000 am Tag, um einfach dein Gewicht zu halten. Bei mir, da ich ja zunehmen möchte, muss ich noch mehr draufpacken. Also sprich 2500 bis 3000. Und dann habe ich wirklich einfach einen Überschuss. Und wenn du das regelmäßig machst, kriegst du automatisch auch Kilos dazu. Ist ja alles eine Frage der Zeit, ne? Du siehst nicht von heute auf morgen, dass du Kilos dazu bekommen hast. Das, bei mir dauert es immer eine Woche, bis ich Veränderungen sehe. Bei manchen dauert es vielleicht länger, bei manchen geht es vielleicht schneller. Und das sind halt so Sachen, so wirklich, zähl erstmal deine Kalorien, hab einen Kalorienüberschuss, ess nicht nur Bullshit, hab eine, ausgewogene Ernährung. Und ja, wenn du das machst und plus Workout, Girl, Boy, die steht nichts mehr im Wege. Traumbody ist auf jeden Fall dann da, ne? Weil bei mir zum Beispiel war es so, ich habe ganz am Anfang, ich habe wirklich viel ausgetestet, um dick zu werden. Ich habe einmal nur Fastfood gegessen, Leute. Ich kann euch mal ein Bild zeigen, wie ich aussah von hinten. Ja, da habe ich, ich hab verschiedene Experimente gemacht. Einmal nur Fastfood, dann habe ich nur gesund gegessen und dann eine Mischung. Und ich muss sagen, die Mischung, die gefällt mir am besten, weil ich habe Fettanteil, ich habe das und das Ganze. Ich habe nicht nur Fett, ich habe, ne, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen von dem. Und ja, deshalb, ich kann euch mal so ein Bild einblenden. Das ist so eine Collage aus 4. Einmal, wo ich ganz dünn war, wo ich nur Bullshit gegessen habe und wo ich dann Bullshit gegessen habe und gesund, aber Bullshit ein bisschen weniger und nebenbei Sport gemacht habe. Das blende ich euch ein, zeige ich euch, keine Ahnung wo, mal gucken. Und genau, was wollte ich noch sagen? Zum Beispiel bei mir ist es so, was ich echt an mir hasse, ich bin eine Person, ich verliere so schnell wieder Gewicht, das geht ruckzuck. Ich habe mal ein Experiment gemacht, ich war auf 58 und ich habe dann 2 Tage weniger als 2500 gegessen und ich war, ihr glaubt mir nicht, ne, aber ich war ruckzuck auf 54 und das ist so ein Ding, das bei mir geht, das geht so schnell, ne. Ihr denkt, ich lüge, aber bei mir, das ist so extremst krass, ne. Und das ist, bei mir ist es so, ich finde es schade, weil ich habe Freunde, die essen am Tag, die essen nicht mehr als 2000, vielleicht essen die auch nur 1500 und die können deren Gewicht halten. Und ich beneide sowas, weil du musst dich nicht zustopfen, um einfach dein Gewicht halten zu können. Du isst ganz normal, manchmal isst du auch weniger und trotzdem verlierst du kein Gewicht, du nimmst nicht zu, deine Figur sieht einfach immer noch fresh aus. Bei mir ist es so, wenn ich ein paar Tage unter meinem Ziel esse, ich bin wieder so. Und das gefällt mir gar nicht. Also muss ich wirklich, ich muss jeden Tag einfach viel essen. Und das ist auf Dauer, finde ich, das macht müde. Ne? Weil du musst, oh, das ist echt anstrengend. Und vor allem, ich finde es auch immer demotivierend, wenn ich dann sehe, ich habe diese Figur erreicht. Und dann nehme ich wieder ab. Das ist so demotivierend, weil du denkst dir wieder, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder von neu anfangen. Ich habe keinen Bock, ich bleib einfach dünn, scheiß drauf, ich bleib dünn. Aber dann denke ich mir wiederum so, nee, ich mag meine Figur nicht, ich muss es ändern, also ziehe ich wieder durch und werde wieder motiviert. Das ist halt immer so ein Kreislauf, ne? Und das ist, finde ich, ist anstrengend. Es ist echt anstrengend, immer essen zu müssen. Leute sagen, ja, Essen ist schön. Bay Essen, Bay ist, Food ist Bay ist Food. Bay ist Food. Steffi, hi, Spaß. Auf jeden Fall, genau, immer essen zu müssen, finde ich persönlich, ist anstrengend, weil ich einfach unnormal viel essen muss. Und ja, ne, und deshalb an meine Skinny People, so, ihr könnt auf jeden Fall auch zunehmen. Es ist halt eigentlich nur eine Frage der Zeit und der Menge. Ihr müsst halt einfach unnormal viel essen. Ich sag auf jeden Fall, schreibt mir ruhig gerne auf Instagram, stellt mir Fragen, ich antworte jeden. Ich beantworte jede Frage. Just write me. Und ja, auf jeden Fall muss einfach geduldig sein. Das dauert halt. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Ich habe für den ganzen Prozess locker 8 Jahre gebraucht. 8, 7, 6 Jahre gebraucht. Bis ich endlich zufrieden mit meinem Körper war.
jetzt bin ich's. Natürlich ist er noch ausbaufähig, ja. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt glücklicher als jetzt vor 2 Jahren, weil das war echt eine Katastrophe. Ich kann euch auch dazu gerne ein Bild einblenden. Das ging gar nicht. Deshalb, alles ist machbar. Alles ist möglich. Mit der richtigen Methode, mit Geduld, geht alles. Deshalb, ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr dran geblieben seid. Bis zu meinem nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon. Ah, Moment. Wait. Abonnieren nicht vergessen. Folge mir auf Instagram. Folge mir auf Snapchat. Und jetzt aber. Au revoir.